Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Heute wollen wir ein Tech-House-Drop produzieren, aber ich habe leider nur 15 Minuten Zeit dafür und ich würde sagen, beginnen wir auch direkt und let's go. So, da wäre mein FL Studio und ganz kurze Regeln, und zwar habe ich hier auf meinem Handy einen Timer auf 15 Minuten gestellt und der läuft schon, toll. So, ihr kennt das Spiel schon, ja, mein Handy habe ich auf 15 Minuten gestellt, einen Timer blende ich euch unten nochmal ein und ich würde sagen, 15 Minuten beginnen ab 3, 2, 1 und let's go. Oh mein Gott, meine Pumpe, Mainswing, ja, wunderbar. Erstmal damit anfangen. Tempo 125 geht meistens auch ganz gut. Und dann würde ich sagen, mein Lieblings-Sample-Pack für Tech House. Ich habe schon keine Worte mehr. Wunderbar. Perfektes Aufnahmesetting. Neues Sample-Pack Volume 2. Oder wir nehmen neue Stores. Bestimmt auch nice. Einfach irgendwelche Türen. One-Shots. Nehmen wir diese. Dann brauchen wir noch Heads. Ne, ich mache mal eine Clap zuerst. Nehmen wir diese. Machen wir auch nicht zu viel, sonst. Close. Ne, jetzt noch eine Closed. So, 2, 3, 4. Dann machen wir die Patterns. Es sollte aber auch nicht zu viel beschriften. Ja. Kick, dann Out. Klapp, ein bisschen. Klapp bei 2 und 4. Dann Open Head, um so ein bisschen Variation reinzubringen. Die spielt klassisch zwischen die Schläge und dann eine CL Head, eine Closed Head. Die will ich nur als Variation nehmen. Hier oder da. Ich glaube, der hinten ist ganz nett. So, machen wir 8 Bars voll. Und die Closed, die spielt bei, ich würde sagen, 4 und 8. Und dann fangen wir schon mal an, das grob zu mixen. Aber ich färbe die nur ein, weil ich so ein bisschen weiß, wo irgendwas ist. Hervorragend. Ja. Fangen wir an. Ach. Ja, ist okay. Ist okay. Ich würde sagen, wir holen noch mehr Drums, dass das schön voll klingt. Conga. Irgendwas Analoges. Nett. Eine Cowbell klingt, glaube ich, furchtbar. Nehmen wir diese und noch einen Shaker Loop, um das Ganze zu füllen. Wir sind alle gleich schnell. Das ist gut, das ist gut. 4, 5. 5, 6, 7 ist frei. 12 Minuten 23 noch. Bis jetzt ist alles offen. Was habe ich gesagt? 5, 6, 7. Gut. Das sind auch Drums. Und dann sollte das mal mit Drums genügen, sonst haben wir einen ganzen Beat voll mit Drums. Sollte auch alles mal anmachen. Außer dass es unglaublich laut ist. Die so ein bisschen pennen. Auf Stereo weiter. Und auf Shaker gebe ich gerne hier Pancake 2 drauf. Ich würde sagen hier einen halben Beat und dann 50%. Ja, lass doch mal. Ja, 11 Minuten 23, ich sollte mich langsam beeilen, einen Bass zu kreieren. Hier machen wir auch keine große Anstalten. Serum, irgendein Standard-Preset, Deep Sync. Sehr laut, sehr nett. Ich mach's mal ein bisschen leiser zum Schutz aller, vor allem meine. Kein Scherz. Keine Beschriftung. Ja. Jetzt brauche ich noch eine Scale. Etwa so. Ah, hier, Basic Scales. Minor ist ganz nett. D oder D-Sharp? D-Sharp. Ich liebe. Ja. Nehmen wir diese.
Das läuft doch. Na, andersrum vielleicht. Kopieren wir das Ganze und machen eine ganz kleine Variation rein. Perfekt. Ich kann nicht meckern. 10 Minuten noch. Das läuft doch 1A. Ja, gut. Außer meine Fingerskills. Fingerskills, geil. Ne? bisschen mischen, der ist, glaube ich. Bis hierhin. Und ein little bit of Sidechain. Am besten mit Crossbeat. Basic Sidechain. Da wird mir zu viel weggecuttet. Bisschen mehr spielen lassen. 9,22. Lass mir. Ist hervorragend. Jetzt brauchen wir noch einen Sequencer oder ein Arp oder irgendwas, was einen Rhythmus gibt. Ich glaube, den mache ich mir selber, aber so einfach wie nur irgend möglich. Lied oder Plug. Oder ich mir mache aus einer Lied einen Plug. Ich vergaß, dass die immer sehr, sehr laut sind. Der Ton gefällt mir, aber ich glaube, der passt nicht dazu. Den hebe ich mal auf. Geh mal von der anderen Seite dran. Die 12 vielleicht. Und dann mache ich die 2 als Leads. I don't know, was ich mit dem ersten Ton mache, aber der gefällt mir sehr gut. Bisschen Tokyo Drift. Kennt den noch jemand? Bisschen plackiger. Und jetzt lassen wir den einfach nur so. Bisschen tief. Jetzt wünsche ich mir einfach nur so ein bisschen Movement im Track. Nicht viel. War ein bisschen sehr laut. Ja, ist okay. Jetzt machen wir noch eine Lead. Die spielt bei 2 und 4 immer. So ein bisschen Offbeat-mäßig. Ja. Bisschen plätschern. Why not? A-Sharp hat sich hier immer sehr gut bewährt. Vielleicht ein bisschen höher. Jo. Nehmen wir 6,45. Wie schnell die Zeit? Hier alles cut. Ja, ist okay. Ich brauche noch Effekte und Vocals. Effekte, Laser und Schutz. Ja. Auch, ich glaube, das spielt nicht so eine allzu große Rolle. Der ist 125, wunderbar. Ich nehme nur einen Teil davon und lasse den Rest so outfitten. Dass ich nur so 4 Töne habe, aber ganz zart nur. Dann rutsche ich aber, glaube ich, nicht mehr. Ja, aber auch nicht so oft, weil das ist ein spezieller Ton. Passt das auch? Bisschen laut das Ganze noch. 5,35. Ich würde mich langsam mal um die Samples kümmern. Und zwar habe ich letztens ein paar coole gefunden. Revolution Funkiness Tech House habe ich letztens gefunden. Sau coole Sachen.
Musikclubs? Nein, wo Clubs? Ja. Aber dafür brauche ich einen extra Vocal Channel. Den mache ich mir lila. Mach den ein bisschen leiser. Der bringt jetzt ein bisschen Schwung rein. 4, 54. Lass mal ein bisschen outfaden. Transition. Blending. Machen wir das so ab und zu mal? Oder bei jedem ersten Schlag? Fülle. Ah, das wird schön, das wird schön. Oh ne, den Laser, den route ich auf die 13, der ist viel zu laut, den kann ich so nicht beeinflussen. Dann weiß ich schon ganz genau, der geht mir jetzt schon auf den Keks. Also pink. Ah, falsche Farbe. Ein bisschen leiser, 4, 2. Jo, ja. Dann noch ein paar andere Vocals. Ich nehme, glaube ich, das, was ich für meinen Track benutzt habe damals, also für meinen Tech House Track. Das war ganz geil. Soulful Tech House. Ich nehme mal gerade ein Stückchen Wasser. Ah, mein Mund ist ganz trocken. Jetzt müsste man nur noch das Alphabet können. PQRMRS. Ich glaube, so hieß es mal. Soulful Tech House. Ja. Mit Effekten. 125. Da sind ein paar Effekte drin. Könnte auch interessant mit reversen. Wo waren die Vocals auf der 5? 3 Minuten 13. Jetzt komme ich doch etwas ins Schwitzen. Auch nicht so oft. Ich glaube, das hier ist auch zu oft. Jetzt hier in dieser Position. Und hier dieses Gestotter da, was wir eben gehört haben, das klang sehr, sehr nice. Das würde ich gerne beibehalten. Das rücken wir mal hier hin. Das cutten wir. Transition. Gehen wir mal noch rauf. Nein, das hängt ein bisschen zu weit hin. So, das soll passen. Dann packen wir hier noch ein paar Effekte drauf. Wie wäre es mit OTT? OTT ist immer given. OTT ist immer nice. 2 Minuten 2. Nimm die Kick hier mal weg. Jetzt so einen kleinen Spannungs-Dingens-Kirschens. Ihr wisst schon das Wort. Jetzt brauche ich noch ein paar Sweeps. Sweeps wären ganz nice. Sounds of Kashmir. Sounds of Kashmir macht mir. Deutsch ist heute so Banane. Effekte, Sweeps ein Laser, Sweep down. Jo, nehmen wir. Immer mal die 18 ist noch nicht belegt, egal. Eine Minute 15, ne 16. Ach, egal, hier. Hier auch Pancake 2 drauf. Auf ein Bar. Und dann auch 50%. Ja, aber das sind schon ein bisschen zu lang. 54. Ja, ist auch wieder so passt. 26 Sekunden. Mini-Master. Machen wir Mini-Master? Ja. Haben wir noch irgendeine
Aktion. Ah, hier auf die Klappe. Ganz zarten Reverb-Schuss. Nicht viel. Ah, 3 Sekunden. Ist okay. Ah, meine Nerven. So, die 15 Minuten sind um und ich würde sagen, ich bin mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. So, und ich würde sagen, wir hören einfach mal in den Track hinein. Let's go. So Leute, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wir sehen uns dann. Ciao.